Hi Leute, ich habe hier jetzt einen schönen schattigen Platz gefunden und zwar fahren hier immer wieder Autos. Ich werde es aber so wie im zweiten Video machen, das heißt, wenn es laut wird, höre ich auf und schneide das Video dann so zusammen, okay? Einige von euch haben mir geschrieben und haben gemeint, hey Bora, erzähl doch bitte im nächsten Video etwas von dir. Wer bist du? Was machst du? Und was ist deine Intention? Warum machst du das? Was hast du früher gemacht? Erzähl mal einfach mehr etwas von dir. Und ich dachte heute, das hole ich heute nach. Ich bin Bora, die meisten nennen mich schlicht Bo. Ich bin in Süddeutschland, in Pforzheim geboren und im schönen Birkenfeld am Enzkreis groß geworden. Ich bin Jahrgang 76. Ich bin digitale Nomade, Reiseblogger, bin Freelancer. Wobei YouTuber bin ich eigentlich seit Januar 2020. Ich war zuletzt noch, bis Ende Januar war ich noch bei der MMS T-Systems in Stuttgart tätig. Ganz herzliche Grüße an meine ehemaligen Kollegen. Ja, ich bin jetzt aus dem Hamsterrad entflohen und bin jetzt eigentlich als YouTuber und Freelancer unterwegs. Ich bin Gründer von reisedurstig.de, ein Reisevideoblog. Und meine Intention mit Reisedurstig ist es, auf jeden Fall möchte ich die schönsten Orte weltweit entdecken und möchte auch eine gewisse Zeit dort verbringen. Das heißt, ich werde sehr langsam reisen. Ich werde auch zumindest einmal im Jahr kurz nach Deutschland zurückgehen und meine Eltern und Freunde besuchen. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn ich jetzt in den nächsten 5 bis 6 Jahren ungefähr 50 bis 60 Länder besuchen kann. Wie ich bereits gesagt habe, bin ich ja Jahrgang 76, das heißt, ich bin bereits 44 und ich kenne viele, die ungefähr in meinem Alter sind, allerdings das, was ich jetzt mache, nicht machen können, weil sie halt gewisse Verpflichtungen haben, was ja sehr verständlich ist, also sprich Familie, Beruf. Betrachtet meine Reise als eure Reise. Ja, wie gesagt, ich bin digitaler Nomade. Ich meine, ich muss ja meine Reise auch irgendwie finanzieren können. Sprich, ich arbeite ortsunabhängig. Ich kann meine Tätigkeit von überall auf der Welt wahrnehmen. Voraussetzung, ich habe Internet natürlich. Und ich bin, wie gesagt, als Webentwickler unterwegs und setze für meinen Kunden Webprojekte um. Des Weiteren habe ich auch einen Sponsor. Delicious and Tasty Pizza in Pforzheim. Jo, dann springe ich mal ganz zurück in meine Vergangenheit. Also meine Jugend habe ich hauptsächlich im Jugendzentrum Birkenfeld verbracht. An dieser Stelle auch ganz herzliche Grüße nach Bielefeld. Bin in dieser Zeit auch mit der Hip-Hop-Kultur in Berührung gekommen und habe damals auch angefangen mit dem B-Boying. Sprich, ich war Breakdancer. Ich habe auch nebenher gesprüht, habe eigentlich auch was mit Graffiti zu tun gehabt. Allerdings lag mein Fokus damals im B-Boying. Viele kennen mich übrigens auch von meiner Zeit von Southside Rockers. Ihr könnt mal gern googeln Southside Rockers. Ich zeige euch mal am besten ein paar Ausschnitte von Southside Rockers von damals. We'll be right back.
weatherman said something about you. Ich muss erstmal ganz klar sagen, dass die Southside Rockers das ganze Ding letztes Jahr unheimlich weiterentwickelt haben mit dem Ding, also mit der Musik oder auch mit ihrer Show, die ja mehr so ein bisschen. Seid ihr bereit für Jason Nevins und die Southside Rockers? An dieser Stelle begrüße ich auch meine anderen Southside-Brüder, Deathrock, Aiden, Serkan, Salva, Harris, Little und Scotty. Brüder, ich liebe euch. Ja, wir haben damals gebreakt, wie es in unserer Sprache heißt, und hatten auch sehr viele Erfolge. 97, 98 hatten wir sogar dann einen Plattenvertrag bei Sony Music Entertainment und sind gut 2-3 Jahre auch durch die Welt getourt. Vor meiner Zeit mit Southside Rockers. Schulisch war mein Werdegang so, dass ich von der Grundschule auf die Realschule kam und später dann aufs Gymnasium. Und dann kam die Southside Rockers Zeit. Und anschließend habe ich an der Hochschule in Pforzheim BWL studiert mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik. Habe während meines Studiums auch ein halbes Jahr in Rio de Janeiro verbracht, 2002. Das war ein Auslandsprojekt. Darüber hinaus war ich auch in ein Jahr ungefähr in Istanbul und habe für Daimler gearbeitet. Genauer gesagt war das ein Praktikum in der IT. Ja, nach meinem erfolgreichen Studiumabschluss konnte ich dann in diversen Firmen Erfahrungen im Bereich Webtechnologie und SAP sammeln. Zuletzt war ich, wie anfangs erwähnt, jetzt 3 Jahre bei der MMS in Stuttgart. Und jetzt dürfte, wie gesagt, alle in meinem Lebensabschnitt dabei sein und mich bei meiner Weltreise begleiten. Ja, wieso mache ich das, was ich jetzt mache? Ich war jahrelang in diesem Hamsterrad gefangen und hatte das Gefühl, dass ich kein erfülltes Leben habe und wollte natürlich etwas daran ändern. Und jetzt habe ich begonnen, meinen Traum zu leben. Weil Fakt ist doch, Leute, wenn wir Kinder sind, haben wir zwar Zeit und Energie, aber kein Geld. Wenn wir so um die 30, 40 sind, haben wir zwar Energie und Geld, aber keine Zeit. Und erst wenn wir Rentner sind, haben wir Geld und Zeit, aber dann keine Energie mehr. Und ich möchte mir nicht irgendwann mal vorwerfen oder bereuen, dass das, was ich jetzt mache, dass ich das nie gemacht habe. Und deswegen habe ich jetzt auch diesen Entschluss getroffen und werde diesen Weg gehen. Jetzt fragen sich viele, ja, wie finanzierst du das? Und ja, wie kann man sowas machen? Die Wahrheit ist, Leute, ich habe auch ein bisschen gespart. Aber wie gesagt, in erster Linie verdiene ich unterwegs Geld. Ich kann von überall arbeiten, das mache ich auch. Wie auch immer, ich möchte ein erfülltes Leben haben. Irgendwann kam ich auch an den Punkt, wo ich gesagt habe, hey, lieber gehe ich Bananen verkaufen irgendwo, als so weiterzumachen wie in den letzten Jahren. Ja, und meine Reise hat am 6. Februar diesen Jahres 2020 begonnen. Und meine erste Station ist Yucatan auf Mexiko. Hier werde ich jetzt auch in den nächsten 3 Monaten sein. Allerdings muss ich spätestens Ende Mai kurz nach Deutschland und auch ein paar bürokratische Dinge abschließen und auch meine Wohnung auflösen.
Und bis dahin werde ich hier auf Playa del Carmen meinen YouTube-Kanal und mein Business aufbauen und werde auch meine Reise vorbereiten. Ja, Leute, das war's eigentlich. Ich hoffe, ich konnte jetzt damit einen Eindruck von mir geben und euch aufklären, wer ich bin und was ich mache. Mich würde es unendlich freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Es sind alle herzlich willkommen. Auch meine Feinde sind willkommen, wirklich. Okay, Leute, wie gesagt, weil währenddessen, als ich hier gesprochen habe, immer wieder hier Autos vorbeifuhren. Wie zum Beispiel jetzt. Und es dann laut wurde, habe ich kurz aufgehört zu reden und habe dann das Video so zusammengeschnitten, damit es flüssig aussieht. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit. Mir ging es in erster Linie darum, dass ich einen schönen Hintergrund habe. Und ich liebe dieses Bild da hinter mir. B-Boy Meyer hat mich gleich angesprochen. Ja, von dieser Stelle begrüße ich all meine Follower. Ich wünsche nun euch einen schönen Tag. Euer Bora von Reisedurstig. Macht's gut.